Moin Leute, willkommen zu einem neuen Nachtvideo. Hab jetzt gerade Feierabend und hab irgendwie noch Bock, ja, ein Video zu drehen. Thema soll sein, ja, Bekleidung in der Übergangszeit, also quasi jetzt gerade zu Saisonbeginn. Ich habe da immer so ein bisschen das Problem, es gibt Tage, da habe ich kein Problem mit meinen Sommerklamotten. Und dann gibt es wieder Tage, da ist es doch dann noch so arschkalt, da weiß ich nicht, ob ich wieder die Winterklamotten anziehe oder doch dann halt ein paar Schichten mehr versuche und dann halt ein bisschen friere. Also jetzt im Moment fahre ich wieder Sommerklamotten, habe halt mehrere Schichten drunter, aber ich merke jetzt schon, also zumindest an den Händen ist das schon ein bisschen frisch. Aber es ist durchaus auszuhalten. Aber es ist halt auch immer nur jetzt bei mir für den kurzen Weg jetzt hier 10 Kilometer nach Hause. Und von daher, das sind 10 Minuten, wenn überhaupt. Und da mal kurz ein bisschen frieren, das juckt mich überhaupt nicht. Bin ja auch ein harter Macker. Würde mich mal interessieren, wie handelt ihr das? Also ich fahre eigentlich, fange ich an, so ab 5 Grad aufwärts fange ich an, meine Sommerklamotten zu tragen. Je nachdem dann halt mit mehr oder weniger Schichten. Wenn ich halt eine längere Tour mache, dann halt ziehe ich dann auch die Winterklamotten an. Weil auf die Dauer geht es dann halt doch durch. Weil die Sommerklamotten ja auch nicht so winddicht sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handelt. Ah, meine Fresse, ich merke schon wieder, ich bin 3 Tage nicht gefahren. Und es juckt wieder in den Fingern. Es juckt gewaltig. Ich fahre jetzt auch noch nicht nach Hause. Ich fahre noch eine Runde woanders lang. Jawohl, Digga. Was ist mit dir nicht richtig? Bist du farbenblind oder was? Na komm. Na komm. Ja, weiter, komm. Na komm. Oh Mann, da. Und der hinter mir auch noch. Hey. Meine Fresse, bin ich denn so schlecht zu sehen oder was? Ach ja, ich muss einfach noch einen kleinen Schlenker machen, bevor ich nach Hause fahre. Ich habe so Bock zu fahren. Da interessiert es mich auch irgendwie nicht, wenn es ein bisschen frischer ist. Junge. Meine Fresse, ey. Da denkst du, hast du nachts mal ein bisschen Ruhe vor den Schleichern. Und da treiben die sich immer noch rum. Es geht jetzt eigentlich. Ich merke jetzt, es ist zwar kühl, aber es wird nicht kälter. Also es ist so ein, ja quasi so eine Grundkälte in der Jacke. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Es ist halt
es ist kühl, aber es ist nicht arschkalt, so dass ich mir jetzt einen Arsch abfriere oder so. Oder so, oder so. Oder wie, oder was? Immer dieser Sprachdurchfall. Oh. Schnell drüber. Nö, nee, ich muss sagen, ist ganz angenehm. Also wie gesagt, haut das mal in die Kommentare. Was ist denn jetzt los? Warnblinker? Ist mein Licht vorne im Arsch oder was? Nee. Das ralle ich nicht ganz. Nö, ich hab doch Licht an. Nö, mein Licht leuchtet. Also manche, ich bin verwirrt. Und manche Leute dann immer so auf der Straße so für Sachen machen. Wieso hat er jetzt Warnblinkanlage gemacht? Ist doch gar nichts. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe mich ganz abgelenkt mit so einem Rumgewarnblinke hier, ey. Also nochmal, hautet in die Kommentare. Ja, hier, die nehmen wir noch mit. Hautet in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Winterklamotten, Sommerklamotten, macht ihr die Zwiebeltechnik oder seid ihr Pussy und fahrt dann gar nicht, wenn es zu kalt ist. Sagt ihr euch so, oh, der 10 Grad, oh, ich fahr nicht. Irgendwie so. Haut das mal in die Kommentare. Mich interessiert das einfach mal. Vielleicht will ich ja auch so ein tierisch harter Macke, den das eigentlich nicht juckt. Vielleicht bin ich auch einfach so ein heißer Typ. Whee! Okay, Leute. Genug gesammelt. Ich fahre jetzt nach Haus. Hau mir ein Bier in den Kopf. Und genieß mal Feierabend. Also, haut rein, grüßt die Enten und tschüss. Kann gerade nicht winken, sorry. Tschüss. Abonniert mich. Abonniert mich. Ja.